Lesen? Ich weiß, was drin steht. Dann können Sie ja gehen. Warum warten Sie noch? Auf Wiedersehen. Ihr altes Leiden, Franz Nick. Sie waren mal wieder zu schnell. Ich habe gesagt, auf Wiedersehen. Finden Sie nicht, dass ich Anspruch darauf habe, zu erfahren, wer Sie sind und wer Sie geschickt hat? Kommen Sie. Nachtruhe für Sie geopfert, Sie könnten wenigstens Danke sagen. Ihr Taxi. Danke, Frau Dr. Ruppert. Fahren Sie denn hin? Ich habe gesagt, Richard-Wagner-Allee, Sie fahren falsch. Hauptsache, wir kommen an. Tu nicht so überrascht. Wir haben nicht viel Zeit. Lang mal hinter meinem Sitz, da ist ein Aktenkoffer. Was ist mit Lisa? Du solltest verdammt noch mal hinter den Sitz lang. Jetzt will ich wissen, was hier gespielt wird. Zunächst mal werden wir verfolgt. Paul, ich werde jetzt gleich so tun, als wollte ich Sie abhängen, aber das will ich gar nicht. Ich fahre dich zu Linie 18. Du wirst deine Frau treffen. Heller Trenchcoat, grüne Krawatte, weiß gestreiftes Hemd. Du gibst dir den Koffer und bekommst eine Mappe mit Unterlagen. Hast du kapiert, Paul? Grüner Schlips. Wenn ich etwas tun soll, dann muss ich auch wissen, warum. Oder ist das zu viel verlangt? Du kannst doch aussteigen, wenn du willst. Jetzt sofort. Ich meine es ernst. Da vorne ist eine U-Bahn. Erst will ich von dir wissen, was ist mit Lisa? Was sollte diese Schau im Schwimmbad? Sie lügt, das weiß ich. Aber für wen? Mit Lisa ist alles okay, wenn du tust, was ich sage. Am besten schnallst du dich jetzt an. Thank you.
Guten Abend. Suschka, schön, dass ihr mich abholt. Steig ein. Na also. Schaltpläne. Erraten. Fahr los. Danke, das war's schon. Na, zufrieden? Natürlich wirst du jetzt sagen, das bin ich nicht. Ist mein Zwillingsbruder, mein Doppelgänger. Und ich will einen ganz tiefen Diener machen. Verzeihen Sie, Herr Kammersänger. Woher soll ich auch wissen, dass Sie sich so ähnlich sehen? Soll ich dir mal was sagen? Du hast ein saumäßiges Glück. Ach, du hast nicht genügend Format, um mich wachzuhalten. Bring ihn weg. Sind eure Zellen immer noch so beschissen? Frisch renoviert, Matratze mit Federkern und die Wände mit Seidentapete. No me importa que se fuma, pero sí me importa que se echen cenizas en todos los lados y los petillos en los lavabos. Wenn sie weiter nur Spanisch quatscht, hau ich ihr eins auf den Rüssel. Sag ihr das. Wer ist denn das? Das ist ein Kollege. Wir nennen ihn Zucker, weil er manchmal unheimlich süß sein kann. Dann pass mal schön auf, Zucker. Du wirst tun, was sie sagt. Du wirst die Asche nicht auf den Boden streuen und keinen Stummel in den Ausguss werfen. Und du wirst Theresa wie eine Lady behandeln, ist das klar? Wie viel ist der wert, dass er solche Töne spuckt? Suschka, klär ihn auf. Willst du wirklich nichts essen? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fange an nachzudenken. Über mich, über Vandenberg. Über das, was ich tue. Soll das heißen, du hast mit ihm geschlafen? Und Paul erfährt von meiner Beziehung zu Vandenberg. Er liebt dich also. Und du? Du machst dir Sorgen um ihn. Oder irre ich mich? Ohne Paul wäre ich noch keinen Schritt weiter. Ich habe ihn reingezogen in die Sache. Ich habe ihn provoziert. Er reagiert manchmal so naiv, so unüberlegt. Ich muss verhindern, dass er Fehler macht. Musst du wirklich? Wie ist er eigentlich, dein Herr Vandenberg? Imposant. Imposant, wie alle Gangsterbosse. Diga? Theresa, lassen Sie sich bitte nichts anmerken. Ich bin's, Musake. Ach, qué sorpresa. Seit einer Woche warte ich.
Und ich glaube, in Deutschland geht alles zack, zack. Wenn Sie mich verstehen, Theresa, sagen Sie manana. Dann weiß ich, dass Sie verstanden haben. Manana. Siempre manana. Sie wissen, La Cañería ist nicht in Ordnung. Gib nur braunes Wasser in Badewanne. Sie müssen mir Diddl schicken. Am besten noch heute. Ja, braun. Wie sagt man auf Deutsch? Ach, gut, Señor Ojalatero. Hasta mañana. Das Ding funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Mit wem hast du geredet? Mit dem Ojalatero. Hast doch gehört. Gib nur braunes Wasser. Mit wem du telefoniert hast. Sag es. Oder ich dreh dir den Hals um, du. Besser, du drehst den Hahn ab. Bitte, dreh um. Es gibt keinen anderen Weg. Hier an der Kopfstelle müssen wir einen Verstärker platzieren und einen Mikrosender. Das da ist die Vermittlungsstelle mit der Kopfstelle. Hier läuft der Kabelschacht und da die Kanalisation. Eine Hauptstranghöhe 1,95. An dieser Stelle hier läuft ein Stutzen ab mit einer Art Magazin. Den Rest kann Ihnen Suschka erzählen. Spezialbohrer und mit einem halben Dutzend Arbeitskräften müssten wir in zwei Nächten eigentlich durch sein. Betondecke, 15 cm und normale Stahlgitter. Und Geruchsmasken, sonst kann man es nicht aushalten. Ich kenne das von früher. Also, was braucht ihr sonst noch? Eine mobile Empfangsstation, Computer, Modem und Tonbandgerät und so weiter. Also, wie viel? Die Sache hat nur einen Haken. Herr David. Ja, wir kommen zwar ran an die Stelle, aber eben nur von außen. Und von außen geht's nicht, weil der Bruch würde sofort entdeckt werden. Und wenn man feststellt, dass im Verteilerraum manipuliert worden ist, dann wird sofort das ganze System anders geschaltet. Was schlagen Sie vor? Wir müssen von innen ran. Und zwar nicht mit einem Spezialbohrer und einem halben Dutzend Arbeitskräfte, sondern mit Hilfe eines Mannes, der offiziell Zugang zum gesamten System hat. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Diese Diskette hat Felix mir gegeben, als ich ihn zum letzten Mal sah. Er sagte, für alle Fälle. Felix war weiter als wir. Er muss gewusst haben, da kommt man nur von innen ran. Vielleicht ist das da der Name eines Verbindungsmannes bei der Post. Bestechlich, vielleicht auch erpressbar. Leider natürlich verschlüsselt. EST-433, das könnte ein Hinweis sein. Ja. Ein Hinweis auf den Ursprung des Codes. Ich muss nachdenken. Es fällt sogar Suschka auf, dass Sie schon ziemlich lange nachdenken. Dann lassen Sie ihn doch nachdenken. Was meinst du, Lisa? Es ist deine Entscheidung. In 5 Tagen will ich mehr wissen.
In der Übersetzung von Putlitz, sagen Sie? Waldemar Putlitz, ja. Ich finde die von Enzensberger eigentlich besser, griffiger, für unser Zeitgefühl wesentlich einprägsamer. Wissen Sie, das ist Ansichtssache. Sie haben Glück. Es ist da. Bitte schön. Danke. Der darf aber nicht mit rein. Wieso? Ich gehöre da dazu. Ich meine doch den Hund. Ach so, kann ich ihn hier lassen? Es dauert nicht lang. Ich habe eine Katze zu Hause. Vielleicht mag der mich nicht. Er liebt sie. Glauben Sie mir. Bleib schön hier, Dittel. Ich komme gleich wieder. Hm? Das muss es sein. Diese Scherben habe ich gestrandet, meine Trümmer zu stützen. Genau das ist es. Schreib auf. Der dritte ein H, der fünfte ein C, der siebte ein I. Der dritte und der fünfte brauchst du nicht zu schreiben, das wissen wir ja. Nur die Buchstaben und nebeneinander. Also H, C, I, dann der neunte ein R, elfte ein E und der dreizehnte ein S. Gehört er Ihnen? Oh Gott, wie kommen Sie bloß darauf? Sehe ich so aus? Ich meine nur, weil Mischlinge als besonders klug gelten. Darf man ihn anfassen? Wenn Sie unbedingt wollen. Ja. Lieb. So, jetzt lies vor. Ziresalkin. Das ist ja wohl der falsche Vers, was? Zuschka, E-S-T, das sind die Initialen von T.S. Eliot. Aber andersrum, du musst von hinten lesen, von rechts nach links. Niklaserich. Erich Niklas. Der Mann, den wir brauchen, heißt Erich Niklas. Kapiert? Na komm. Na mach schon, hopp. Geh schon. Pass mal auf. Ha? Bitte, guck mal, was ich hier habe. Ha? Wollen wir doch mal sehen. Hm? So, und jetzt. Hopp! Bitte! Bitte! Verdammtes Nussvieh. Bitte! Hier spielt die Musik! Platz! Halt er dich an, du bist Hund! Platz! So ist schön, ja. Jetzt pass mal auf, hm? Was der Onkel nämlich hat für dich hier. Prima Hundekeks, ha? Pass mal auf. Na, komm her! Ganz lieber Onkel, weißt du? Den lieben Onkel darf man nicht ärgern. Na, komm. Komm, feiner Hund. Lieber Hund. Ich krieg dich!
Und dann schlachte ich dich. Es ist dieser Misthund, dieser verdammte Bastard, das ist die undichte Stelle, die sich keiner von uns erklären konnte, aber ich hatte es in der Nase, von Anfang an. Und ich weiß jetzt auch, warum er Diddle heißt. Wissen Sie, was das bedeutet? Diddle? Jemanden übers Ohr hauen, bescheißen, das System versauen, das ist Computerdeutsch. Mit diesem Hund führt er uns an der Nase rum. Und das ist der Mann. Das ist der Mann, mit dem er Kontakt hat. Mindestens zweimal die Woche. Gestern habe ich ihn endlich erwischt. Von allen Seiten. Er hat nichts gemerkt. Bravo. Kennst du den Mann? Gute Arbeit, Zucker. Nein, ich kenne ihn nicht. Und das ist so eine Schelle, mit der er uns reingelegt hat. So eine kodierte Nachricht. Hat er was rausgekriegt? Warum lässt du ihn nicht reinkommen? Entweder er wird es uns sagen oder... Oder? Sprich ruhig weiter. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie er sich da rausreden sollte. Ich wüsste nicht, wie. Holen Sie ihn. Kommen Sie. Machen wir es kurz. Sie kennen den Mann? Ja. Wie lange kennen Sie ihn schon? Seit ein paar Tagen. Und woher kennen Sie ihn? Herr Vandenberg, wir haben über den verschlüsselten Hinweis von Felix gesprochen. EST 433. Suschka muss ihn doch berichtet haben. Oder hat er nicht? Wo ist Suschka? Er passt auf den Hund auf und diese spanische Quatschtüte. Dann können Sie mir sicher auch sagen, wer der Mann ist. Niklas, Erich Niklas, unser Mann bei der Post. Und was ist das hier? Eine Botschaft von Niklas. Wenn ich das Skytalon wiederhaben könnte, das mir Ihr Mitarbeiter abgenommen hat. Hier ist das Ding. Was Ihr Spezialist Ding nennt, ist die älteste Chiffrier- und Dechiffriermaschine der Welt. Schon die alten Griechen haben damit gearbeitet. Und es funktioniert immer noch, vorausgesetzt, der Adressat und der Absender haben identische Stücke. Ja, bitte, er ist einverstanden. Sehen Sie hier? Er schreibt, okay. Und er verlangt eine 500.000. Herr Vandenberg, ich bin mir ziemlich sicher, unter dem tut er es nicht. Ich habe rausgekriegt, er hat Schulden. Er muss alles auf eine Karte setzen. Und Ihnen ist klar, ein direkter Kontakt mit diesem Mann gefährdet unsere gesamte Aktion. Wenn er mit mir oder einem Ihrer Angestellten gesehen wird,
können Sie Ihre Pläne begraben. Aber er hätte uns sagen müssen, dass er durch diesen Köter Botschaften austauscht. Hätte ich das? Ich denke, wie ich meinen Auftrag erfülle, ist mein Problem. Außerdem glaube ich, ist das Chefsache. Oder entscheiden Sie über die 500.000, die Niklas haben will? Oberpostdirektion, guten Tag. Herr Niklas, bitte. Erich Niklas. Können Sie mir sagen, in welcher Abteilung Herr Zickhaus arbeitet? Niklas. Erich Niklas. Tut mir leid, ich habe nur den Namen. Moment, ich verbinde. Hallo? Könnte ich bitte Herrn Niklas sprechen? Tut mir leid, Herr Niklas ist in Urlaub. Kann ich etwas ausrichten? Wann kommt er denn zurück? In 14 Tagen. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen? Sehr liebenswürdig. Aber es handelt sich um eine private Angelegenheit. Und Sie wollen mir nicht Ihren Namen sagen? Gut, wie Sie wollen. Wann brauchen Sie das Geld für Ihren Postingenieur? Am besten noch heute. 100.000 als Anzahlung, den Rest auf Erfolgsbasis. Ich will erst mal Ware sehen. Wenn er so unter Druck ist, wie Sie sagen, akzeptiert er. Das wird schwierig. Für Dennison wäre es kein Problem gewesen. Ich bin nicht Dennison. Soll ich jetzt leider sagen? Neu in deiner Sammlung? Mhm. Mit einer Giftkapsel. Ist praktisch, nicht? Und dann, als ich 21 war, hatte ich Verhältnis mit einem Kreolen. Jeden Tag, dreimal, bum bum. Verstehst du, Senor? Ein Wunder von einem Mann. So cuerpo wie Bronze, die Haare wie ein Persianermantel. Meine Tochter, sie ist von ihm. Jetzt ist sie in Amerika. Aber damals, oh, meine Heimatstadt, was für ein Drama. Sie haben mich fast gesteinigt. Aber ich bin an Drama gewöhnt, Senor. Teresa, was wollen Sie mir eigentlich sagen? Ich habe nie gefragt, Senor, was du tust, was das alles bedeutet. Jetzt frage ich dich. Es ist besser, wenn Sie es nicht wissen. Willst du mir los sein, Senor? Also gut, ich bleibe. Bringen Sie ihn runter? Oder soll ich? Wir gehen beide. Nur zu einem Bier. Ich denke, Sie machen Urlaub. Ich bin nicht im Urlaub, ich bin noch nicht im Dienst. Das heißt, ich bin nicht im Büro. So, und um mir das zu sagen, holen Sie mich aus der Probe. Ein Chor ist ein Chor. Ist ein Chor, Bushake.
Da kann man nicht so tun, als gäbe es den anderen nicht. Ohne Disziplin läuft da nichts. Das gilt auch für Solisten. Naja, ich kann es auch noch deutlicher sagen. Ich brauche Ihre Hilfe. Was Sie haben? Sie stecken in der Klemme. Und ich soll Sie rausholen. Mooshake, haben Sie schon mal die Eier gezählt, die Sie mir ins Nest gelegt haben? Wenn es nach mir gegangen wäre, Sie sind die Schuldigen längst in das Schloss und Riegel, aber Sie mit Ihrem Computerwahn, Sie laufen noch immer Ihren Gespenstern nach und in der Zwischenzeit schießt bei mir meine Zeugen vom Schreibtisch weg. Seit einer Woche bin ich Postbeamter. Was sind Sie? Leitender Postingenieur. Ich gehe mindestens einmal im Monat ins Luxuspuff und habe 300.000 Mies auf meinem Konto. Und wie das Leben so spielt, bin ich auch noch unter die Zocker geraten. Zuerst Pferderennen, dann Blackjack in der Goethestraße und schließlich Spielcasino. Ach, das ist ja fabelhaft. Ja, bitte, bitte. Erzählen Sie ruhig weiter. Man zahlt mir eine 500.000, wenn ich die Leitung vom BKA anzapfe, um die Datei abzusaugen. Soll ich mal raten? Der Typ, der saugt, heißt Paul mit Vornamen. Ich rede jetzt mit Ihnen als Günter Frenznik, nicht als Kripo-Beamter. Das Präsidium bezahlt einen eigenen Psychologen für Selbstmordkandidaten, Verbrecher, Kindsmörderinnen und so weiter und so weiter. Mooshake, er behandelt auch Polizisten. Sie wollen mir also nicht helfen? Ich kann nicht. Und Sie wissen genau, dass ich nicht kann. Na, tut mir leid, ich muss wieder zurück zur Probe. Sie können ja morgen wieder vorbeikommen. Geht nicht. Ich bin Postingenieur. Und möglicherweise werde ich beobachtet. Also dann. Wie tief stecken Sie drin? Und was brauchen Sie von mir? Ich denke, Sie müssen zur Probe. Erst trink mir mal das Bier aus. Du bist wunderschön. Es geht dir nicht schlecht bei deiner Firma. Wie du siehst. Aber du arbeitest nach einem Konzept, das man dir vorgibt. Du führst Befehle aus, das passt nicht zu dir. Was stört dich denn daran? Der Mann, für den du arbeitest. Manchmal habe ich den Eindruck, dass du ihm blind vertraust. Du tust alles, was er von dir erwartet, ohne lange drüber nachzudenken. Ich denke schnell. Was ist das für ein Mann? Warum willst du denn das wissen? Ich möchte wissen, warum ausgerechnet du so viel Loyalität aufbringst. Ich weiß, wo du ihn kennenlernen kannst. Bei unserer Hochzeit. Dazu brauche ich zunächst mal mindestens 30 Männer. Warum sagen Sie nicht gleich eine ganze Kompanie? Männer, die ihr Geschäft verstehen und noch nie in Erscheinung getreten sind. Und die den Mund halten können. Absolute Verschwiegenheit, das ist Voraussetzung. Oh, wenn das alles ist, brauche ich nur mit dem Finger zu schnippen. Und in einer Stunde stehen Sie bereit zum Musterbomb. Wie wollen Sie sie haben? Nackt oder angezogen? Großbild genügend. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das hinkriegen soll. Noch etwas. Ich brauche einen Mann, zu dem man absolutes Vertrauen haben kann. Absolutes. Den gibt es nicht. Was soll er denn tun? Er muss sich erschießen lassen.
Zum Schein selbstverständlich, sonst passiert ihm nichts. Er muss nur hinfallen, da liegen und tot sein. So, bitte mal der Reihe nach. Damit es auch in meinen kleinen Herrn reinpasst. Und bei mir dauert es immer ein bisschen länger. Erstens, wer soll schießen? Paul. Ah, Paul, bleib ich sinnig. Und warum soll er schießen? Er braucht etwas, womit er sich endgültig legitimieren kann. Er muss Misstrauen abbauen. Für einen Mord. Für einen scheinbaren Mord. Fantastisch. Jetzt fehlt nur noch der Dummkopf, der sich erschießen lässt. Ja, nach meiner Meinung muss es ein Vollprofi sein. IQ mindestens 140, einigermaßen intakte Nerven, einer, dem man mehr vertrauen kann als sich selber. Ich kenne nur drei. Einer scheidet von vornherein aus, der andere ist nicht intelligent genug, bleibt nur noch einer. Wann soll ich tot sein? Ich kann mir nicht helfen, die sehen alle so bieder aus. Warten Sie mal, bis die Fotos entwickelt sind. Dann sehen Sie aus wie die Familie von Al Capone. Probieren Sie doch selber. Ich? Der Herr will sich porträtieren lassen. Wenn es ihm Spaß macht, Mantel aus, Schal ab und drauf auf den Bock. Jetzt fehlt es nur noch ein Zuhälter. Lass jetzt! Du machst einen Zuhälter. Safe Knacker wäre mir lieber. Ja, im nächsten Leben. Und Sie da draußen glauben jetzt tatsächlich, die Signale, die Bilder, die Steckbriefe kommen vom Bundeskriminalamt. Das wollen wir hoffen. Sobald ich einen Pfeifton höre, fange ich an zu senden. Kann losgehen. Weiter, weiter, noch. Noch. Stopp! Ein paar Meter zurück. Langsam. Noch. Noch. Stopp und jetzt stehen bleiben. Wir stehen mitten auf einer Kreuzung. Okay, fahren Sie langsam weiter. Nehmen Sie die nächste Abzweigung links. Achtung, Polizei. In die nächste Parklücke, Antenne rein und Licht aus. Auf uns zu. Bleiben Sie. Was wollen Sie denn sagen, wenn die hier reinkommen? Dass ich im Auftrag des Herrn arbeite, der eben ausgestiegen ist. Du bist vorbeigefahren. Licht an, Antenne raus. Ich habe Sie gewarnt, aber Sie wollten ja unbedingt dabei sein. Langsam. Geht jetzt alles auf Diskette. Gratuliere. Zucker. Was sagen Sie?
Tatjana! Sagst du oben Bescheid? Der Herr wäre jetzt da. Er ist da. Sag mal, im Polizeipräsidium kommt das aber nie so richtig zur Geltung. Hm? Wie viel verlangst du denn? Deine Frau weiß Bescheid über die Preise. Oh. Draußen. Dann gehen Sie mal vor. Bedienen Sie sich. Kein Alkohol. Bravo. Kommen wir gleich zur Sache. Nach meinen Unterlagen sind Sie vor einem Jahr aus der Haft entlassen worden. Sie sind vorbestraft wegen unerlaubten Waffenbesitzes, wegen Rauschgifthandels und gefährlicher Körperverletzung. Seither stecken Sie Ihre unternehmerische Kraft vornehmlich in die Liebe. Ist das richtig? Hören Sie zu, Mann. Meine Zeugnisse kann ich selber lesen. Sie haben mir durchsagen lassen, dass Sie Geschäfte machen wollen. Was für Geschäfte? Schön, dass Sie so konkret sind. Wir werden uns prächtig verstehen. Was ist? Warum bleiben Sie stehen? In der Parkbucht, wo wir gestern waren, da ist jetzt eine Baustelle. Können Sie mal nachschauen? Bohrgrube, totale Sperre. Ich glaube, wir schaffen es auch hier. Wir können hier stehen bleiben. Das kann man alles kaufen. Man kann es auch für ein paar Wochen mieten oder auch nur für die Flitterwochen. Sucht er uns aus für unsere Hochzeit. Wenn ich nicht wüsste, wie nüchtern und kühl du sein kannst, würde ich denken, du bist übergeschnappt. Du willst ihn doch endlich mal sehen. Er liebt solche Einfälle. Da liegt die Gästeliste. Du kannst dir schon mal die Tischordnung überlegen. Fast hätte ich's vergessen. Mein Verlobungsgeschenk. Hast du oft solche Geschenke? Es ist das erste Mal. Ich wollte noch was fragen. Der Ring. Ich habe ihn dir geschenkt. Für den äußersten Notfall, falls es mal keinen Ausweg geben sollte, für uns beide. Warum hast du Paul den Mechanismus verraten? Ich weiß nicht, ich habe mich plötzlich geniert vor ihm. Ich wollte ihn umdrehen, da sprang er auf. Du weißt doch, vielleicht das passiert. Ändert es denn was, wenn Paul Bescheid weiß? Thank you.
Danke, Sie können Feierabend machen. Schauen Sie mal nach. Ich gebe hier die Befehle. Von mir aus? Also was, soll ich? Na, dann mach schon. Quatsch nicht so viel. Fallen, da liegen und ein bisschen tot sein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass Sie es endlich überstanden haben. Sie werden es nicht glauben, ich freue mich auch. Aber nächstes Mal tauschen wir. Ich brocke die Suppe ein und Sie löffeln sie aus. Der alte Frenznik. Schön, dass es Ihnen schon wieder so gut geht. Na, so gut nun auch wieder nicht. Wenn Sie wissen, wie weh das tut, dann würden Sie jetzt auch in Tränen ausbrechen. Dann wollen Sie den Mord denn nun publik machen? Morgen. Darf ich wenigstens wissen, wie ich abkratzen werde? Wir haben eine Presseerklärung vorbereitet. Der bei einem Raubüberfall schwer verwundete Wachmann, Paul König. Ausgerechnet Paul. Paul König ist heute Nacht an den Folgen seiner Schussverletzung und so weiter ganz kurz und ganz allgemein formuliert. Warum lachen Sie? Und als ein Jahr vergangen, simsalabim, bamba, saladu, saladim. Und als ein Jahr vergangen war, da war der Kuckuck wieder da. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Da war der Kuckuck wieder da. Beim ersten Mord brauchst du fast eine Woche, bis du drüber weg bist. Ich kenne das. Senor, willst du nicht doch was essen? Danke.
Morgen. Morgen holt er das alles nach. So lange dauert das erfahrungsgemäß. Haben Sie das gelesen? Sie können sich's auch im Fernsehen anschauen. Ich hab's aufgezeichnet. Wie wir in unserer letzten Spätausgabe berichtet haben, fand gestern auf einem Fabrikgelände in der Nähe von München eine Schießerei statt. Dabei war der Wachmann Paul König, der einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte, schwer verwundet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlag König heute Nacht seinen Schussverletzungen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Dieser Mann hat Paul gesehen! Die Polizei bittet Personen, die sagen. Wenn er noch am Leben war, dann hat er ausgesagt. Dann gibt's eine Beschreibung von Paul. Dann hätten Sie jetzt ein Phantombild gezeigt. Aber Sie tun's nicht. Und warum tun Sie's nicht? Hören Sie mir jetzt bitte zuhören! Nun sagen Sie schon, was Sie mir sagen wollen. Platzpatronen. Paul Davids Revolver. Schön, dass Sie so rasch begreifen. Und Sie haben geschossen. Nicht er. Respekt. Ein abgekartetes Spiel. Paul David arbeitet für die Polizei. Wir sind ihm auf den Leim gekrochen. Dieses ganze Theater. Und der Chef hat mitgespielt. Ich habe ihn gewarnt. Wo ist er jetzt? Ich meine Paul David. Zu Hause. Er weiß noch nicht, dass ich alles weiß. Ich wollte mich erst mit dem Chef absprechen. Zucker. Sie haben der Firma einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Sie nehmen doch einen Drink mit mir. Ja, aber wir dürfen keine Zeit verlieren jetzt. Stimmt. Lassen Sie uns mal überlegen, was wir da tun könnten. Da gibt's an sich überhaupt nichts zu überlegen. Der Chef muss informiert werden. Das ist das Wichtigste. Ja. Der Chef muss doch irgendwie erreichbar sein. Da haben Sie recht. Ich rufe ihn einfach mal an. Besetzt. Ich probiere es später nochmal. Lassen Sie es mich versuchen. 00411, das ist für Zürich. Aber lassen Sie uns doch erstmal einen Schluck trinken. Herzlichen Glückwunsch, Zucker. Wie war die Nummer? 5, 4, 3, 2, 1. Bitte? Vandenberg. Ich wollte nur hören, dass alles in Ordnung ist. Nichts Besonderes, Liebling. Ich komme schon morgen. Ja, Zucker war hier. Ach, ich glaube, er hat Sorge, dass er nicht zur Hochzeit geladen wird. Ich mache gerade die Tischordnung. Wo soll er denn sitzen?
Gut, Liebling, ich werde es mir überlegen. Bis morgen. Schicken Sie mir bitte das Zimmermädchen und sagen Sie ihr subito. Ja, subito, sie weiß Bescheid. Danke. Ich bitte darum, dass dieser Herr besser untergebracht wird als der letzte. Nein, er wollte vor 2 Stunden schon hier sein. So war es abgemacht. Ja, okay, wir warten dann auf eine Nachricht in der Mailbox. Ja. Ich kann dir sagen, wo Zucker geblieben ist. 100.000 Mark, die 2. Rate. Das riskiert er nicht. So dumm kann er nicht sein. Ist das der Koffer, in dem das Geld war oder nicht? Feiner Kollege, unser Kollege, nicht wahr? Zucker macht das nicht. Wenn du Zucker 1 Million gibst und sagst, grab die für mich ein, bis ich wiederkomme, dann gräbt er sie ein. Und wenn du wiederkommst, dann gräbt er sie aus. 1 Million. Und keinen Pfennig weniger. Ich hoffe, du irrst dich nicht. Jetzt auf mich auf. Ich gehe Zucker suchen. So, Theresa. Jetzt haben wir uns einen Schnaps verdient. Aber einen Plan von diesem Schloss? Gibt es nicht. Und die Gästeliste? Nostis ist eingeladen, diese Tatjana, zusammen mit ein paar Damen vom horizontalen Gewerbe und Paul. Ja, nicht gerade üppig. Und dafür haben 150 Polizisten zu Verbrechern gemacht. Wie viel Dienstpersonal kriegen wir unter? Diener, Lakaien? Keine Chance. Der Arzt meinte, ich könnte nur gute Nachrichten vertragen. Haben Sie noch was, was meinen Zustand verbessert? Das Schloss, das sich Vandenberg ausgesucht hat, liegt nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Es liegt in der Schweiz. Ist wichtig, Chef. Wer hat Ihnen befohlen, hierher zu kommen? Ich weiß, Chef, aber ich habe da die Diskette drin, die von neulich. Und ich finde, das sollten Sie sich mal anschauen. Unser Mann bei der Post. Hier. Das ist ein und dieselbe Person. Postingenieur. Und derzeit auf freiem Fuß. Sagt jedenfalls unser Freund Paul David. Und jetzt passen Sie mal auf, was hier steht. Beruf Bilanzbuchhalter. Angeklagt wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung, derzeitiger Aufenthalt Haftanstalt Straubing. Soll ich mal sagen, was ich denke, Chef? Nicht nötig. Das ist ein Bulle, Chef. Wir sind ein Bulle. Sind Sie taub?
Wer von unseren Leuten weiß davon? Ich? Wer noch? Sie. Und dabei bleibt's. Verstanden? Verstanden, Chef. Ja, und was soll ich jetzt machen? Den Mund halten und höflich sein. Hallo, Paul. Alles in Ordnung, Paul? Schöner Tag heute, ne? Klar? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Herr Postingenieur. Wo ist die Kapsel? Welche Kapsel? Die Cyankali-Kapsel. Wieso? Willst du dich vergiften? Ich kontrolliere die Sollbruchstelle. Jeder Pilot geht vor dem Start die Checkliste durch, weißt du? Und wenn etwas nicht an seinem Platze ist, beunruhigt ihn das. Lass mich mal überlegen, ja. Stimmt. Ich hab jemanden vergiftet. Weißt du zufällig noch, wer das war? Wie soll ich das denn? Ich kann mir keine Gesichter merken und Namen schon überhaupt nicht. Ist das schlimm, Liebling? Solange man niemanden vermisst. Aber wenn die Klammer versagt, muss das gerichtet werden. Ja, danke. Weißt du, das ist nicht gerade angenehm, wenn man andauernd Gift verliert. Ich meine es ernst, Henry. Ich bring das in Ordnung. Unsere Hochzeit wird wundervoll. Wir sehen uns später noch. Nicht ganz bei dir. Ja. Lisa, komm doch bitte mal. Man sieht es Paul richtig an, dass er sich nicht ganz wohlfühlt in seinem Smoking. Dir geht's auch nicht gut. Wieso mache ich den Eindruck? Du bist ein bisschen blass. Ach, ich bin nur so furchtbar aufgeregt. Hast du ihn dir so vorgestellt? Unseren großen Boss. Imposant, nicht?
Musst du nicht runter, um ihn zu begrüßen? Lass uns doch noch ein bisschen gucken. Willst du gar nicht sehen, wie es deinem Paul ergeht? Sushka. Katuske. Ich habe nicht gesagt, dass ihr ihn umbringt. Eigentlich müsstest du mir jetzt ein paar Fragen stellen. Seit wann weißt du es? Outbound 3 an Outbound. Position Y bezogen. Für eine besondere Botschaft. Ja, merci. Eigentlich sind sie jetzt alle beieinander. Mir hat es noch niemals in meiner Laufbahn so in den Fingern gejuckt. Ich hoffe nur, wir können so wie ein Mann verlassen. Auf den Feuerwerker? Hundertprozentig. Nein, nein, umgekehrt. Grün. Grün heißt, was es immer heißt. Freie Fahrt. Ran an die Bullen. Ich habe es bis zum Schluss nicht glauben wollen. Aber ihr habt es tatsächlich geschafft, du und dein Paul. Ihr habt mich reingelegt. Kompliment. Was ist dieses Lob noch wert? Oh. Nach den vielen Komplimenten, die ich dir gemacht habe, vergiss es doch einfach, mein Schatz. Ihr habt geglaubt, ihr könntet heute das ganze Syndikat vernichten mit einem Schlag. Aber eins habt ihr offenbar nicht bedacht. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Und zwar einen Erstklassigen. Wenn deine Bataillone zum Sturm blasen, werden sie einen Haufen ahnungsloser Statisten festnehmen, die gar nicht wissen, auf welcher Hochzeit sie sind. Und einen Provinzkomiker, der heute Abend seinen größten Auftritt hat. Schauen wir mal an. Gib wenigstens zu, dass die Revanche gelungen ist. Wenn ich ehrlich bin. Ja, sei doch einfach mal ehrlich. Ich hab's dir nicht zugetraut. Das war ein Fehler. Darf ich dir den Ring wiedergeben? Ich habe das Schloss richten lassen, er ist auch wieder aufgefüllt. Du solltest Gebrauch davon machen, bevor Sushka kommt und dir die Visage kaputt schlägt. Ja.
das. Ich habe ihn zu gut gekannt. Es kann losgehen. Lassen Sie Ihre Leute mal zugreifen, Herr Vögele. Alponans und alle. Polterabend. Thank you.
Liebe Zuschauer, im November 19...